Wir haben jetzt Anfang Mai, es ist schon ganz schön warm draußen, oder wir haben schon ganz schön warme Tage ab und zu mal. Und da haben wir uns gedacht, dieses Jahr machen wir uns einfach mal Kartoffeln selber. Im Eimer. Wir haben zwar keinen großen Garten, wo wir jetzt unwahrscheinlich Anbauflächen haben, aber es geht auch im Eimer. Ab und zu mal eine Kartoffel irgendwo in den Eimer steckt und dann geht das los. Wir haben jetzt hier solche Plastikeimer für 88 Cent bei Thomas Phillips gekauft. Und die Kartoffel wird hier einfach reingesteckt. Wie tief machst du das? Ja, das reicht. So. Oberflächlich tief. Ein bisschen Erde drüber, angießen. Unten haben wir ein paar Löcher reingebohrt. Mit unserer Bohrmaschine, also unten einfach Löcher rein, fertig. Und dann kann das Wasser ablaufen, was zu viel ist. Wir gießen es jetzt an und dann stellen wir es bei uns an den Pool. Wir haben dann jetzt 4 Wochen gewartet. Das sind 4 Wochen, nicht 6. Wir haben jetzt gerade den 1. Juni. Ach so. Das ist noch gar nicht so lange. Okay. Da sind die jetzt schon so groß. Wir haben uns 4 Eimer davon gemacht. Weil wir gedacht haben, viel hilft viel. Wir brauchen viele Kartoffeln. Ja, das ist eigentlich eine Probe. Wenn das funktioniert, mache ich nächstes Jahr die ganze Reihe hier voll mit Kartoffeln. Ja, jetzt warten wir mal. Ich weiß gar nicht, man sieht ja jetzt gar nicht, ob da Wander welche dran sind. Wann siehst du das? Doch, jetzt fangen sie an zu blühen. Ach so. Ja, wenn sie dann geblüht haben, welken die Triebe ab und dann wird sie erntet. Dein Wort in Gottes Ohr. Ich hab's da auch noch nicht gemacht. Das ist auch mein erster Versuch. Also. Warten. Ist genauso wie mit den Tomaten da und mit den Gurken. Das ist auch mein erster Versuch. Und wieder warten, warten, warten. Wir haben dann jetzt Mitte Juni. Ihr seht, wie die mittlerweile gewachsen sind. Ich weiß bloß immer noch nicht, wie wir feststellen, ob da unten die Kartoffeln sind. Jetzt kriegen die Blüten. Und wenn die Blüten dann verblüht sind und die Pflanzen langsam absterben, dann sind die Kartoffeln fertig. Ist ja komisch, dass oben Blüten sind und unten Kartoffeln. Ja, früher wollten sie auch die Blüten essen und das ging nicht. Also ich wäre vielleicht auch auf den Trichter gekommen. Aber was ich festgestellt habe, ja, die Gurken, die du da gekauft hast, ja. Die sind super, oder? Die wachsen wie verrückt. Ja, die sind Zucchinis. Das sind Zucchinis? Ja. Und das sollten 6 verschiedene Pflanzen sein. Gurke, Zucchini. Das sind aber Zucchini geworden, deine Gurken. Na super. Wir wissen selber nicht, was Zucchini ist. Finde ich lustig. So, wir haben jetzt mittlerweile Mitte Juli. Die Pflanzen oben, also die Blätter, die verwelken mittlerweile schon. Also haben wir uns überlegt, wir machen jetzt die Kartoffeln mal raus. Probeernte. Probeernte, schauen wir mal, was draus geworden ist. So, wir haben dann jetzt aus 2 Eimern die Kartoffeln rausgeerntet, sind ganz schön winzig. Und wir haben uns jetzt überlegt, 2 Eimer lassen wir noch länger stehen, vielleicht sind das ja später. Probe, das ist zu früh jetzt gewesen. Wir haben jetzt zu früh geerntet. Weil man nicht weiß, welche Sorte wir haben. Wir haben einfach welche genommen, die wir zum Essen... Also die einfach gekauft haben. Die wir zum Essen einfach hatten eigentlich. Müssen wir wieder warten bis September oder so. Ich meine, sind ja schon mal mehr Kartoffeln, als wir gepflanzt haben. Wir haben 2 Kartoffeln gepflanzt. Und haben so einen Batzen da draußen jetzt. Und wenn 4 in 2 Eimern. Und wenn die jetzt größer wären, dann... Ja. Naja, muss man wieder warten. Jo. Was soll's. Ist ja erstmal nur ein Test für nächstes Jahr. Genau. Und wenn die anderen noch größer wären, haben wir ja auch was. Also vorher schlau machen, welche Sorte man einpflanzt. Frühe oder späte Kartoffeln. Ja, mein Gott. Gibt Schlimmeres auf der Welt. Aus dieser Ernte mit den kleinen Kartoffelchen haben wir uns jetzt hier ganz lecker Rosmarinkartoffeln gezaubert. Die Pelle oder die Schale ist dran geblieben. Einfach mit Öl, Knoblauch und Rosmarinblättchen oder Stielchen, Stängelchen vermischen mit Salz im Backofen, gebacken 45 Minuten. Ganz, ganz lecker. Probiert es einfach mal. Kann man auch die erste Ernte verwenden? Die kleinen Kartoffeln kann man dafür nehmen. Man nennt das Prinzesskartoffeln. Oder so. Teuer, wenn du kaufen müsstest. So, wir haben dann jetzt noch mal ein paar Wochen gewartet. Jetzt haben wir Ende August. Jetzt haben wir gesagt, jetzt reicht es. Jetzt nehmen wir die Kartoffeln raus. Ja, ganz, zu gucken. Ganz egal, was passiert. Jetzt kommen sie raus. So, wir haben dann jetzt aus den 4 Kartoffeln insgesamt, die wir eingepflanzt haben, jetzt haben wir hier noch mal die 2. Ernte. Ist eine ganze Menge, finde ich eigentlich, dafür, dass man eine Kartoffel darin steckt. Ja, das sind jetzt 2 Kartoffeln, die haben das jetzt erzeugt. Ja, ja, ist schon cool. Man muss die nur lange genug drin lassen. Ja, die ersten, die wir hier zeigen, die haben wir zu früh rausgenommen. Und hätten wir die jetzt noch ein bisschen länger, bis Mitte September oder Ende September, dann wären sie noch größer geworden. Stimmt. Aber wir haben jetzt das Experiment beendet.
Und wir wissen, dass wir nächstes Jahr pflanzen im Kübel. Jo, also Kartoffeln. In Eimern, Kartoffeln, Paprika, hier seht ihr ja die Paprika und die... Guck mal, die Zucchini da hinten im Hintergrund. Sieht Zucchini man die und... Wahnsinn, wie groß das Kohlrabi alles ist. Kohlrabi und Tomaten und alles in Kübeln. Und das hat funktioniert dieses Jahr und ist wunderschön geworden. Ja. Und nächstes Jahr machen wir davon viel, viel mehr. Braucht man keinen Riesengarten, könnt ihr ruhig selber ausprobieren. Erde rein, irgendwelche Samen oder Pflanzen Kannst rein. Kannst du ja auf dem Balkon machen. Ja. Ihr Lieben, in diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach. Einfach was in die Erde stecken hat, wächst. Und hat Spaß gemacht. Macht Spaß, selber zu ernten. Ja.